400cc. Kanal. Ja. Wow. Alter, warte. Ich muss hier irgendwie rauskommen. Oh. Wow, Alter, war übelst krass, ey. Übelst krass. Ja, Mann. Da geht auf jeden Fall richtig ab, das Ding. Das geht richtig ab, wa? Das ist normalerweise, wenn man außerhalb Marrakesch da reist. Ja. Ich fahre mit 160, 180 locker. Aber das Ding geht auch wirklich dann bis wie viel? Bis 190. Bis 190? Aber bist du schon mal so schnell gefahren? Ja. Boah, du bist schnell, ey, wenn du mich fragst. Du bist doch verrückt, Mann. Ich fahre gerne so schnell. Der Reda will sich auf jeden Fall Kopfwisse rasieren, so wie bei mir. Komplett. Ja. In deinem Partnerlook hier unterwegs. Voll oder? Ja, ja. Salam alaikum. Was sagt er? Warten? Ja, es gibt zwei. Da, guck mal, wo wir gerade von Katzen gesprochen haben, ne? Katzenfutter. Hier gibt es auf jeden Fall voll viele Straßenkatzen. Da ist zum Beispiel eine von denen. Ja. Du kommst aus... Ich komme aus Fes. Genau. Aus Marokko. Ja. Nordmarokko. Ich war... Ja, ich war schon lange in Deutschland. Da habe ich Deutsch gelernt. Jetzt habe ich seit auch 5 Jahren, dass ich hier in Marokko geblieben. Ein bisschen mein Deutsch verliert, aber trotzdem ja, aber ich übe. Ja, du sprichst ja noch gut Deutsch. Gott sei Dank. Ja. Ja. Aber deutsche Sprache ist nicht einfach. Muss, nee. Muss, also ich würde sagen, dran gewöhnen und dann üben. Ja. Die ganze Zeit. Ja, das ist wahrscheinlich so, wie wenn ich jetzt zum Beispiel Arabisch lernen würde. Ja. Ne? Ja. Ich bin ein Extremsport. Ich bin ein Surflehrer, Gitarrist, Skater. Echt? Du fährst auch Skateboard? Taucher. Ja, genau. Ich bin auch früher Skateboard gefahren. Ja. Ja. Ich habe auch sogar ein paar Videos gepostet, wo ich auf so Skate-Contest war. Ja. In Köln, ja. Verrückt. Guck mal, bei mir ist das so, ich glaube niemals an Zufälle, ne? Nee. Weil immer wenn ich so Leute treffe, die sind dann meistens, haben die so das gleiche Mindset wie ich und so. Oder haben so ähnliche Lebenssituationen oder Lebenserfahrungen gemacht wie ich. Übelst krass, ey. Aber glaubst du an Zufälle oder glaubst du eher so? Doch, ja? Glaube ich an Zufälle. Also denkst du nicht, dass so, dass wir uns jetzt getroffen haben, dass das kein Zufall war? Nee. Oder denkst du, war Zufall? Nee, das war Zufall. Ja? Ja. Nee, ich glaube nicht. Glaubst du nicht? Ich glaube nicht, Alter. Ich glaube nicht, ey. Ah, du hast auch eine Band gehabt, ne? Ja, auch in Deutschland. Ich habe eine Band, ich habe eigentlich zwei Bands. Ich habe eine brasilianische Musik gemischt, so mit Arabisch so OO zu sagen. Mhm. Orion Oxy. Und wir mischen alle möglichen so Musik. Was ist Orion Oxy? Oriental, Occidental, das bedeutet europäisch und orientalisch. Ah, okay. Ja. Aber hast du auch, Spotify von deiner Band oder? Nein. Habt ihr YouTube? Nein. Auch YouTube, nein. Ne? Wir haben nichts auf so
Habt ihr nichts aufgenommen? Doch, wir haben unter uns, aber als Souvenir und in Festplatte. Ach so. So einfach. Ja. Weil wir wollten etwas Top-Level, ja. Aber wie zu sagen, auch damals, die Leute, die arbeiten gut für ein Produkt, dann du wirst nicht einfach rausschmeißen. Weil ich will auch nicht so viel Geld verdienen mit sowas. Und ich will auch nicht meine Lieder kommerzial werden. Hier in Marokko habe ich auch ein Band. Ja? Ja. Wir sind über 25 Leute und eigentlich wir sind 3 Band in 1 Band. Ich letztes Jahr. Letztes Jahr? Ja. Krass! Du hast schon leicht einen Hippie-Touch, ne? Ja. Hast du? Ja. Ich bin ein von ältesten Hippies. Ach, du bist sogar ein Hippie? Krass, ich Alter. Ich bin gereist in Marokko, ja. Zu Fuß damals. Echt? Und, ja. Und in Hülle gewohnt damals. Krass. Und einfach Sachen gefischt und natürliches Leben. Ich bin auch von diesem Hippie-Thema total angetan, weißt du? Ja? Ja, klar. Ja, schade ist, dass man damals nicht das miterlebt hat mit in den 70ern. Da war Freiheit, geiles Leben, Menschlichkeit, stark. Ja. Jetzt meiste Leute, die rennen nur unter das Game und die haben einfach alles vergessen. Also Scham von das Leben. Ja. Das ist ein luxuriöses Problem, was geht jetzt überall. Ja. Leute wollen nur mehr. Immer dieser Kapitalismus, immer mehr. Ja, ich weiß, was du meinst. Und deswegen muss man ein bisschen, so wie du gemacht hast gerade, das ein bisschen auch raus von diesem luxuriösen Problem oder raus von dem raus aus dem Cage, aus dem Käfig, ja, genau. Ja, Mann. Raus von dem Käfig, genau. Bei mir im YouTube steht auch, mein Slogan ist ja Escape the Cage, also raus aus dem Käfig quasi, weißt du? Ja, und das ist sehr wichtig, dass man auch weiß, wie es läuft, überall, wie die Leute sie sehen, wie die Sprachen, wie das Essen, wie das Leben. Ja. Weil wo wir sind, wir denken, wir sind in beste Plätze, aber wir sehen nicht andere Plätze. Ja. Das Leben zu leben, das ist nicht bezahlbar und kannst du nicht kaufen, das Geld. Ja, genau. Und das meiste Menschen muss eigentlich am Tag 6 Stunden arbeiten und das Rest leben und das Leben genießen. So seinen Tag, dass du merken, was hast du gemacht in deinem Tag, was hast du gut gegessen, hast du mit deinen Kindern oder mit deinen Freunden getroffen, hast du trainiert, hast du was Geiles gemacht. Raus, arbeiten, wieder rein, essen, das Gleiche. Und das ist krasse. Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin Marokkaner. Das ist ein Schlagzeugfreund. Echt, Mehdi? Grüß Sie, Becher. Was ist das, Bruder? Ich bin Ahwal. Krass, der kennt einfach jeden hier, Alter. Verrückt. Also du meintest ja, du warst ja schon damals einer der ersten Hippies auch, ne? Ja. In Essaouira. Essaouira. Und also an die es noch nicht wissen, Essaouira ist dafür bekannt, dass dort damals ganz viele Hippies hingekommen sind. Ja, weil das war die berühmteste Stadt, ich glaube 80er nach Asien, hier in Marokko, alle Europäische oder alle Amerikaner oder alle Ausländer sind nach Marokko gekommen. Nach Essaouira, ne? Nach Essaouira. Ja. Weil Essaouira war sehr bekannt für Musiker, Maler und Hippies. Ja. Sogar auch Jimi Hendrix, Pink Floyd, David Gilmour. Gitarrist von Pink Floyd auch ist angekommen dort. Da habe ich auch einmal gewesen, ein Festival von Family Marley. Das war Ziggy Marley, Rita Marley, die Frau von Bob Marley. Und ganze Family Marley sind gekommen. Und jetzt gibt es gerade wenig Hippies, auch hier in
ganze Erde gibt es wenig bis jetzt gerade. Jetzt gibt es neue Versionen des Elektromusik, Techno. Genau. Ja, und dann gehen die alle in den Wald oder so und dann machen die riesen Partys. Genau. Ja. Und sowas gibt es auch hier in Marrakesch und es gibt auch Richtungssauera. Das gibt sozusagen das Goa Festival. Mhm. Ja, kenne ich. Und da bin ich. Zurück. Es ist 9 Uhr morgens. Du hast 4 Tage nicht geschlafen und Musik hört sich nicht auf 5 Tage. Krass. Wow, guck mal! Ein süßes Katzenbaby! Das ist die Mutter, die verteidigt das Katzenbaby. Und hier, sie hat was verloren hier. Sie hat was verloren. Ja, sicher. Ein Stück Schwanz ab. Das Schwanz verloren. Aber den will ich am liebsten direkt mit nach Hause nehmen, den Kleinen. Guckt ja gar nicht. Das ist der beste Friseur hier. Ja? Und guckt vor dem Nacken. Der allerbeste. Leute, wenn ihr eine neue Frisur braucht, kommt auf jeden Fall dann hier zum Friseur. Wo sind wir gerade? Meschisch. Meschisch? Ameschisch. 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 Okay. Aber das ist der. Dodiet, Ameschisch, Dodiet. Sherry Lelfesi. Okay. Hat der YouTuber es dir allemal? Sie präsentiert den Maghreb für allemal? Ah, das ist schön. Wir haben eine Lachauge, ne? Für alle, alles, was ich mir nicht mehr so gut gefällt, für allemal. Er macht geile Sachen, er. Ja? Ja. Wenn ich so schlecht geschlafen oder so Kopfweh oder diese. Er macht so wie Massage. Warte, zu mir auch ein Zinkier. Was sieht schon brutal aus. Beim Schüsselkasa, gell? Aber ist er ausgebildet dafür? Ja, er hat mir das erzählt. Er hat, bevor dass er Friseur gewesen, er war so Chiropraktiker. Ja, genau. Wir sind hier am Restaurant angekommen von seiner Freundin, die heißt Nura. Das ist das Restaurant. Kulchi Healthy heißt das. Und im Restaurant ist natürlich alles 100% Natural Product. Also auch alles Bio, die hat auch Instagram. Alter, das Motorrad ist einfach so krass, ey. Ja, macht auf jeden Fall übel Spaß, da drauf zu fahren, aber geiler wäre es natürlich selber zu fahren, aber ich habe keinen Motorradführerschein. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Motorrad fährt. Vielleicht lerne ich das nochmal gucken. Ach, was ich euch noch zeigen wollte, ich saß ja gestern schon hier und habe mir dann überlegt, so, was ist mit diesem Gebäude hier? Und da meinte die Nura zu mir, das steht leer, weil es schief gebaut ist. Guckt es euch an. Also quasi, das ist tiefer als das. Schade, schade, ist abgeschlossen. Sonst wären wir da reingegangen. Guys, das Essen ist gekommen. Ich habe mir eine Tagine bestellt. Nura, die hat das gekocht. You cooked the tagine, right? Yes, I did. It looks delicious. Thank you. Ah, geil. But the fish also looks really good. Es ist Dorade. Ja, Dorade.
And also we have here salad. Yeah. Also really, really delicious. Thank you for cooking. Thank you. I'm really excited to taste the tagine. Ich darf das Wasser nicht trinken, ne? Ja, du darfst nicht aber Wasser trinken. Ja, das Krasse ist, Leute, die trinken trotzdem Hahnwasser hier. Also aus der Leitung. Ja. Aber wir als Europäer vertragen das nicht. Aber warum also vertragen wir das nicht? Eigentlich das Wasser ist nicht dreckig. Hat viel mehr Mineralien. Und ist natürlich, das kommt direkt vom Wasserfall. Und richtig sauber geworden. Ach so, nicht richtig gereinigt. Ja, genau. Und ich auch selber als Marokkaner, wenn ich hier in Marokko bin, dann vertrage ich das. Aber wenn ich nach Deutschland gehe und dann bin ich dran gewöhnt, auch an Wasser in Deutschland, dann komme ich wieder zurück in Marokko, dann esse drei Tage, esse Woche, da habe ich Probleme auch. Ja, verstehe. Aber du auch, wenn du hier länger bleibst und dann dran gewöhnst, dann wirst du auch das vertragen. Ich weiß nicht, soll ich es versuchen? Ich habe gestern schon aus Versehen von ihr getrunken. So ungefähr so viel. Ja? Naja. Aber hast du kein Problem bekommen? Kein Durchfall? Nee, gar nichts. Ah, das war sehr wenig. Aber ich glaube, du bist ein stärker Typ. Das meinst du? Was ist das? Dorade. Das ist ein Dorade, richtig gefischt. Ja, ich teste jetzt mal die Tagine. Spricht das richtig aus, Tagine? Ja, Tagine. Okay. Nice. Tastes really good, yeah. Thank you. Tastes like 100% natural. Oh, thank you. Ja. Okay. Mm. Der schmeckt auf jeden Fall richtig natürlich. Ist ja auch alles bio, ne? Mm. Alles heller oder was? Auf Deutsch alles Müller. Alles, ja, ach so, stimmt. Boah, die Tagine schmeckt so geil. Ja, extra. Das ist mein bester Freund aus Kindeszeit. Alles klar? Ich sehe auch genau wie ein Deutscher, aber er ist zwischen Deutschland und Marokko. Im Gebirg. Inshallah, inshallah. In the future, in the future. Okay, guys, jetzt hau ich mir den Tee rein. Ich zeig euch, wie das geht. So, man macht einmal so. Dann kippt man das Ganze wieder zurück. Nennt sich Tee auf Marokkanisch. Dann nochmal. Man muss natürlich aufpassen, dass man nichts verschüttet. Dann nochmal zurück. Und dann muss man ganz langsam reintun. So hier. Okay, guys, cheers. Boah, das schmeckt richtig gut. Das ist aber Minztee, Leute. Das dürft ihr nicht vergessen. Minze senkt euren Testosteronspiegel. Schmeckt richtig gut, ey. It tastes really good. It's good, see? Mhm. Mizian. Very good. It's correct? Like yes, yes. Mizian. Have good pronunciation. Okay, guys. Die zwei anderen Guys haben uns eben verlassen. Aber kein Problem, wir sind jetzt hier zu zweit am Start mit der Noura. Hello. Und ihr gehört das Restaurant hier. When you started to with this restaurant, or from where come the whole idea to start a restaurant like this? I was working before in other restaurants as a manager, so yeah. I know how it's work and everything. And it was the idea in Corona. I was always cooking at home and trying to make new recipe. So I always like to have my own concept. The name of the restaurant is Kulchi Healthy. So, what does the word mean, kulchi? Kulchi healthy, it means everything is healthy.
And the idea is like you can make everything healthy from what you have in your kitchen. Yeah. Yeah. Also, I have here too many options for vegetarian and vegan people. And that's what you can't find too much in Marrakesh. Not too many restaurants have vegan and vegetarian options. So maybe we can go through your restaurant. It will be great. It's not that big. No, not that big, but with a big heart. Yeah. You know? Thank you. The first time I was here, it was yesterday, I recognized these pictures. Yeah. So. It's one of my friend. Ah. Yeah. He do like paint. Yeah. She painted it, right? Yeah. This one, his photograph, is also a friend of Reda. He's a Frenchman. Yeah. He lives in Tarazout. Yeah, and he do like. He did photography. And what's that? It's also from him? Yeah, from him. Ah, okay. Yeah, this one too. Okay, this is also from him? Yeah. Yeah, this is, looks really great. Is it from Essaouira, the time exactly, where the hippies are? Mm-hmm. Nice! Mm-hmm. And what about this? This one is also, and this one too. Yeah. But the others, I buy it. Yeah. It's mine. Yeah, I understand. This I'm I like to change the design and the design of the restaurant. Yeah. So this two big pictures I will okay. And the other one here. Yeah. So that's it. So maybe when I come in a couple of years again to Marrakesh, then you will have like merchandise and you will have 15 restaurants in Marrakesh and thousands in Morocco and maybe. Okay. So yeah, and here you can, yeah. Yeah, here you can sit and eat. Hey guys. Yeah, I like your restaurant actually. Thank you. Okay, Nura, thank you for showing me around the restaurant. And see you at your house. See you in my house. Yeah, right.